am zweiten Tag der 33. Auflage des Wedding Cups lockt der Faustball wieder 100 Schaulustige und Spieler in den Schillerpark. Das Wetter ist gut, die Spiele noch viel besser. Auf 19 Plätzen geben sich auch am Sonntag die Teams die Ehre, die Aufstellung international. Das Besondere am Wedding Cup ist, dass natürlich so viele verschiedene Mannschaften sind, auf so vielen verschiedenen Levels. Man findet genau sein richtiges Niveau und dann kriegt man natürlich das beste Faustballspiel raus. Gute Faustballspiele werden geboten, wie immer bei der Veranstaltung der Berliner Turnerschaft. Von den Kleinsten bis zu den Profis, jedes Match ist sehenswert. In der gleißenden Sonne wird sich warm gemacht und voller Körpereinsatz gezeigt. Das größte Faustballturnier der Welt mit familiärer Atmosphäre. Ja, der Wedding Cup ist einfach so besonders, weil es sind einfach über fast 250 Mannschaften und man kommt hier zusammen wie ein Familientreffen auf der Wiese im Schillerpark und es macht einfach mega Spaß, alle zu sehen bei so einem guten Wetter, perfekte Bedingungen. Das Highlight, wie schon am ersten Tag, wie am Samstag, sind die Spiele der Bundesligisten. Der Blick der Teams geht gelassen in Richtung Finale. Sie zeigen sich durchaus zuversichtlich. Die Berliner Turnerschaft und der VfL Karlinghusen stürmen beide Richtung Treppchen. Doch der Gastgeber steckt im Finalspiel eine Niederlage weg. 17:20 verliert die Berliner Turnerschaft. Ja, also das Spiel ist eigentlich ganz gut gelaufen, war sehr umkämpft. Wir waren immer mal ein vor, dann waren die anderen ein vor und am Ende hat es leider nicht gereicht. Aber wir sind eben guter Gastgeber und da macht man dann doch mal den zweiten Platz. Hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht, alle haben gekämpft. Ein sehenswertes Finale für alle, die hier zugeschaut haben. Ja, wir sind bescheiden gestartet mit einer Niederlage, haben uns dann aber auf den zweiten Gruppenplatz durchgetankt, sag ich mal. Ja, und dann über ein gutes Halbfinalspiel, was uns auch sehr gefreut hat, denn doch ins Finale gekommen und dann die Niederlage von heute Morgen wieder wettgemacht. Der Siegerehrung ist die Freude natürlich groß. Die beiden Finalisten halten ihre verdienten Trophäen in den Händen. Neben Kellinghusen und der Berliner Turnerschaft schafft es ein weiteres Berliner Team aufs Treppchen. Der dritte Platz geht an den VfK Charlottenburg. Willst du ja auch wieder an den Start gehen? Ja, auf jeden Fall. Bei unserem eigenen Turnier, ja, nicht wegzudenken, dass wir da eine Mannschaft stellen und wir haben auf jeden Fall Lust und freuen uns schon auf den Wedding Cup 34.